Welcher Bart ist es denn? 28, tatsächlich schon. Hey und herzlich willkommen zurück bei der Disney Legacy Challenge. Part 28 sind wir schon. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich wünsche euch viel Spaß. So, wir sind zurück bei unserer Lieblingsfamilie. Elsa beschäftigt sich gerade mit ihrem geliebten Garten. Und die Kiddies sind gerade von der Schule nach Hause gekommen. Bella hat sogar einen Schulfreund mitgenommen. Der Jonas, warum stinkt der denn so? Oh wei, oh wei. Ja, Jonas, du darfst gerne eintreten. Das ist auch der Jonas, mit dem wir eigentlich den Matteo anfreunden wollten. Bella bittet ihre Mami jetzt um Rat. Ach, Olaf. Oh mein Gott! Susi schwimmt einfach im Pool rum. Oh, wie süß bist du denn? Oh nein. Oh mein Gott, mein Herz. Ist sie süß. Oh. Oh. Ich lieb sie. Goldig. So, aber Olaf, wir kümmern uns jetzt mal um dich. Dir geht's ja irgendwie nicht so gut, weil du gemobbt wirst. Immer noch. Das geht mal gar nicht. Aber heute kümmern wir uns um Olaf. Erstmal darf er eine Dusche nehmen. Das finde ich sehr toll. Ja, Olaf sollte über seine weitere Ausbildung nachdenken. Informiere dich mittels der Buttons in diesem Fenster oder am Computer über seine Optionen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir ihn studieren lassen sollen. Wobei eigentlich passt es zu ihm. Ich wollte ihn ja so in diese Weltraumkarrieren-Schiene stecken. Ach, Olaf. Nur noch 4 Tage musst du dein Teenager-Dasein ertragen. Ja, ich wollte ihn ja in diese entweder als Wissenschaftler oder als Raumfahrttechnik. Gibt es ja, glaube ich, auch. Irgendwie so. Da wäre das Studium eigentlich schon ganz cool für ihn. Nicht klug genug, klug genug. Ich habe versucht, meine Hausaufgaben zu machen, aber die letzten Aufgaben waren wirklich schwer. Vielleicht bin ich einfach nicht klug genug. Was meinst du? Arbeite weiter daran, Übung macht den Meister, konzentriere dich auf andere Themen, lass dir von einem Mitschüler helfen. Schaffer, schaffer, dann schaffst du das schon. In der Stadt findet das schräge Humor- und krasse Späße-Festival statt. Ja. Eigentlich ist das doch genau das, was Olaf braucht, oder? Also, er ist richtig schlecht drauf. Dann lasst uns doch in die große weite Stadt fahren mit Max Kahanuna Nui 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 und ein bisschen Spaß auf dem Späßefestival haben. Oder es ist kalt und es schneit. Aber jetzt lasst uns doch mal den lieben Max begrüßen. Ist das sein Ernst? Der ist ja zu allem zu traurig. Können wir ihn umarmen? Zumindest? Freunde fürs Leben werden. Oh. Frage nach Lerngruppeneinladung. Partyeinladung. Hier gibt's Sachen. Hilfe. Ich möchte ihn doch nur umarmen. Ja, dann bitte ihn doch mal um Rat. Oder war gerade umarmen. Zu spät. Hallo. Rede einfach mit ihm, bitte. Jetzt beschwer dich mal über Probleme. Du hast ja sogar Hunger. Na, das passt doch. Max ist furchtlos. Okay. Was ist jetzt los? Machen die jetzt irgendwelche Posen oder was? So, was kann man denn hier jetzt alles machen? Sollen wir uns den Spaßvögeln anschließen oder den Witzbolden? Spaßvogel. Vielleicht hat er da mal bessere Laune. Können die mal aufhören, hier so rumzuposieren? Klappt das? Komm, trink mal. Was auch immer da für Drogen drin sind, ich hoffe, sie machen dich glücklich. Ein Spaßgetränk. Hey, da ist ja unsere Tante. Die Anna. Mit denen sollten wir auch mal wieder was machen. Warum ist denn das hier so dunkel? Wir könnten ruhig mal das Licht anmachen.
Ah. Siehe da. So, jetzt trink du mal dein Drink. Trink dein Drink. Der sieht ja cool aus. Das ist ein Spaßvogel, der Ali. Zu einem grauen Schnauze. So. Funktioniert das? Bringt mir das was? Nö. Das, schade. Da ist ja dieser Sarascha-Soße. Zack, danke. Hä, warum machen die jetzt alle zu? Ich will doch was essen. Krieg ich jetzt nichts mehr zum Essen? Ja, schade. Markus Wagner, sag meinen Namen nicht. Creepy. Macht sie jetzt ihren Laden wieder auf? Dann geht bitte sofort hin und bestell dir was zum Essen. Und zwar Tagine. Jetzt geht sie wieder. Hallo? Hallo? Ist das normal? Na gut, dann bestellen wir halt hier was. Essen bestellen. Wurst-Käse-Platte. Jetzt hat er. Ihr wollt mich doch verkackeiern, oder? Bestell mir einfach hier was. Danke. Dann ess doch mal zusammen was. Hallo, wer bist du? Streichespielerin. Da ist der Ali wieder mit seinem coolen Levi's Levi's Pulli. Oh, die Ausgangssperre beginnt bald. Oh nein. Ich hab die aber auch ziemlich, ja, die müssen wir mal ändern, die Ausgangssperre. Weil 21 Uhr, ich meine, Olaf ist jetzt bald erwachsen. Ich würde mal sagen, er ist so 17 wahrscheinlich. Da darf man schon ein bisschen länger draußen bleiben wie 21 Uhr. Jetzt! Oh mein Gott, er ist gut drauf. Ich glaub's nicht. Wo ist Max? Where is Max? There is Max. Können wir uns jetzt ein bisschen besser mit ihm unterhalten? Eventuell. Ah, jetzt essen sie zuerst. Oh, okay. Das ist auch okay. Liebe geht durch den Magen, also schlagt euch die Mägen voll. Warum rennen meine Verabredungen denn immer weg? Meine Begleitpersonen sind immer weg. Eigentlich können wir ihn auch mal bitten, unser Freund zu sein. Das wäre doch ganz süß, oder? Yay! Verrückt anfunkeln. Frage nach Max Kinderwunsch. Oh Gott, was kommt da? Frag nach Techtelmechtel-Erfahrung. Das sind Gespräche. Was kommt da? Ich hatte noch nie ein Techtelmechtel. Okay. Eine Backpfeife geben. Nein. Nein, nein. Das machen wir nicht. Kann ich hier noch Cooles machen? Erzähl ihm eine dramatische Geschichte. Oh, jetzt gibt's ein Feuerwerk. Oh, schön. Beautiful. Können wir ihn... Wir haben kein Doppelbett, ne? Schlecht, wenn er über Nacht bleibt. Heiratsantrag machen, was? Hä? Er ist doch ein Teenager. Bin ich verwirrt. Können das Teenager... Ich dachte, man kann sich nur voreinander versprechen. Crazy. Wir können ihn eigentlich mal fragen, ob er über Nacht bleiben möchte. Wir können ja dann einfach... Zack, jetzt ist alles weg. Uhuhu, Olaf. Eine Pyjama-Party. Okay, dann auf nach Hause. Let's go home. Also ich gebe Olaf jetzt keine Strafe, weil er noch draußen geblieben ist. Das... müssen wir mal anpassen. Der ist ja jetzt ein großer Junge. Kann man dann auch Ausgangssperren nur für die kleinen Kiddies verhängen? Wahrscheinlich nicht. So, wieder zu Hause. Dann würde ich sagen, verzupfen die zwei sich mal. Oh Mann. So, ich habe jetzt Olafs Zimmer noch mal ein bisschen angepasst. Ich meine, ich wollte das Haus ja sowieso demnächst neu bauen.
Da ich ja etwas eskaliert bin in meinem letzten in meiner letzten CC-Shopping-Tour. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich verlinke es euch hier oben. Und ich habe auch schon mal ein bisschen rumgespielt, was ich denn mir für Olaf vorstellen könnte. Da könnt ihr gerne mal auf meinem Instagram-Profil vorbeischauen. Da habe ich das Bild hochgeladen, wie ich mir sein Zimmer eventuell vorstellen könnte. Würde mich eure Meinung interessieren, ob das zu Olaf passt, was ihr da meint. Also schaut gerne mal bei mir auf Insta vorbei. Und ja, also das ist einfach mal so ein provisorisch. Aber ich finde es eigentlich auch ganz cool, dass ist so ein Mittelding zwischen ich bin noch ein kindlicher Teenager und ich werde langsam erwachsen. Ja, außerdem haben wir dann jetzt ein Doppelbett. Und ich glaube, die beiden gehen jetzt einfach mal zusammen. Haben wir noch eine Runde mit Max? Nee, noch nicht. Dann tun wir ihn jetzt mal zur Runde hinzufügen. Hä, ich dachte, er möchte bleiben. Ich dachte, er bleibt. Ja, jetzt bleibt er definitiv. Okay, Aktionen zur Runde hinzufügen. So, und dann geht ihr jetzt beide mal in euer Zimmer. In sein Zimmer. Zusammen hier hingehen. Oh, Olaf muss pipi. Olaf muss pieseln. So. Papa, du gehst einfach mal raus, bitte. Du kannst duschen gehen. Gehst du mal kurz pinkeln? Könnt ihr auch zusammen im Bett chillen? Ja, zusammen sitzen. So, jetzt seid ihr endlich ungestört. Hä? Hä? Ich hab nichts gedrückt. Was ist los? Wo gehen sie? Sie machen das jetzt nicht im Elternbett, oder? Nee, hä? Wo gehen sie hin? Jetzt bin ich mal... Die gehen jetzt nicht in den Busch da hinten, oder? Was tun sie? Ich sehe gar nichts. Sie gehen in den Busch. Ist das denn ihr Ernst? Ich hab doch jetzt extra ein Doppelbett. Olaf! Ich hab doch extra ein Doppelbett jetzt gekauft. Jetzt gehen die zwei einfach in den Busch. Gibt's sowas? Das ist doch fürs erste Mal. Okay. Na dann. So, dann könnt ihr jetzt aber. Schläft er jetzt? Nee. Geh bitte wieder ins Haus. Oh Mann, oh Mann. Gibt's sowas? Manchmal schockieren mich meine Sims. Baby machen? Nee. Nee, ich will kein Baby mehr. Eigentlich seid ihr noch gar nicht müde, ne? Du könntest auch mit deinem Männer hier ein bisschen Fernsehen gucken. Was macht denn sie? Sie spielt. Ah, sie hat Level 5 erreicht, der Kreativität, ne? Insgesamt 5 Stunden Instrumente spielen. Oh, wir haben gar kein Instrument. Alle 5 Bildtypen auf dem Kreativkunstzeichentisch zeichnen. Aber es ist schon voll spät. Warum seid ihr denn noch nicht müde? Sehr komisch. Dafür ist er müde. Ach, das hat gar keine Decke, das Bett. Das sieht ja witzig aus. Was passiert, wenn man dort ein Techtelmechtel macht? Wo ist denn der Max? Da ist der Max. Das probieren wir jetzt. Das interessiert mich jetzt wirklich. Weil normalerweise ist da ja immer eine Bettdecke, aber da ist keine Bettdecke. Oh mein Gott. Crazy. Gute Nacht, ihr beiden. So, was musst du? Du musst Baby. Ja, dann geh doch. Irgendjemand muss sich um den Hund kümmern. Was hat sie denn?
machst du halt einen kurzen Spaziergang mit ihr. Ich glaube, sie muss pullern. Nicht, dass sie nur ins Haus macht. Was hat sie denn? Frag sie mal, was los ist. Bodyshaming, boah, das nervt mich ja an dem Mod. Streicheln und Knuddeln wird verlangt. Na gut. Können wir sie nicht, doch. Bürste sie doch mal. Und du kannst sie eigentlich auch mal auf der Couch verwöhnen. So, macht sie. Warum machen die immer so komische Posen? Ich glaube, da habe ich irgendwas Doofes runtergeladen. Vor allem schläft sie ja einfach. Hallo. Was ist jetzt los? Warum macht sie immer irgendwelche Leute an mit Bodyshaming? Das, er muss zur Arbeit. Ja, da kannst du auch hingehen. Er schläft noch. Oh, aber es ist eigentlich Schulzeit. Oh, Olaf. Aber du bist ja gut in der Schule. Deshalb macht das nichts. Du bist einser Oberschüler. Das ist alles gut. Everything is good. Hausaufgaben hat wahrscheinlich niemand gemacht. Oh, kann das sein, dass sie Hunger hat? Füll mal. So, Max ist gerade gegangen. Die zwei Süßen schlafen noch, aber es ist schon voll spät. Steh mal auf. Geh mal duschen. Ich denke, es ist auch durchaus akzeptabel, dass er zurzeit nicht zur Schule geht, wenn er dort gemobbt wird. Eigentlich könnten wir heute mit Olaf mal an die Uni schauen. Was uns denn da so interessiert. Sollen wir doch mal ein Mittagessen, und zwar Würstchen und Bohnen. Da wird sich deine Mami bestimmt freuen. Kann ich dein Essen vorkauen? Irgendwie kriege ich heute lauter komische Nachrichten. Creepy! Nein, ich möchte nicht, dass du mein Essen vorkaufst. Danke. Danke der Nachfrage. Ja, dein Sohn hat gekocht, liebe Elsa. Dein Erstgeborener. Könnt ihr mal schön zusammen essen. Warum liegt hier eigentlich immer dieses Lehrerportfolio? Au. Oh. Er hat sogar richtig gut gekocht. Oh, und sie möchte Gassi gehen. Das macht dann die Elsa. Ihr geht's ja soweit ganz gut. Und dann können wir Tierpflege, spazieren gehen, einen langen Spaziergang machen mit ihr. Das hat sie verdient, die liebe Susi. Wird schon ein bisschen vernachlässigt. Irgendwie vernachlässige ich meine Tiere in Sims immer ganz komisch. Ist halt irgendwie... Ja. Und mit Olaf informieren wir uns jetzt mal am PC über die Stipendien und Unis und so. Er kann sich ja auch schon bewerben. So, Universität von Brightchester. Die traditionellen Die traditionellen Vorlesungssäle der Universität von Brightchester blicken auf eine Jahre. Von königlich bis unbekannt wurden hier alle Arten von Studenten unterrichtet. Die Universität ist stolz darauf, sowohl Wissen als auch Moral zu vermitteln, damit sich die Studenten zu vielseitigen und aufrichtigen Sinns entwickeln. Okay. Spezialabschlüsse, Kunstgeschichte, Kommunikation, Kochkunst, Theaterwissenschaften. Das ist eher nicht so das, was wir wollen. Ja, danke Olaf, dass du hier furzt. Setz dich jetzt dahin und tu, was ich dir sage. Meine Herren, gibt's denn das? Hallo. So, Foxbury Institut. Da haben wir Computerwissenschaft als Spezialabschluss. Oder Physik. Physik wäre eigentlich auch ganz geil. Das würde eigentlich auch zu ihm passen. Ja gut, dann bewerb dich doch mal an der Foxbury. Oh! Oh! Morgan wurde befördert. Er ist jetzt leitender Dozent. Wow! Wow! Unsere Haushaltskasse ist dir dankbar, Morgan. So! Die Universitätsbewerbung von die Universität wird sich die Bewerbung ansehen und ohne. Für welche habe ich mich jetzt beworben?
Ich habe doch gar keinen ausgewählt. Hä? Ach, da kann man dann wahrscheinlich... Leer lassen, zu überraschen. Vielleicht kann ich das dann erst später auswählen. Dann bewirb dich doch mal für ein Stipendium. Bildung für alle. Zählen wir da dazu? Oder Bewohner von Windenburg? Machen wir das. So, was machst du Schönes? Oh nein, du bist immer noch krank. Er hat die Grippe. Schwere Husten. Och, Baby. Das tut mir leid. Dann nimm doch mal ein Bad. Das hilft. Nimm ein Bad mit Zitrus. Das befreit die Atemwege. Nein, dein Bruder. Oh, Anna möchte vorbeikommen. Ja, klar. Oh mein Gott, sie hat ja sogar eine Zahnlücke. Habt ihr das gesehen? Sie hatte doch im letzten Part diese Stimmung, dass sie einen Zahn verloren hat. Und sie hat tatsächlich eine Zahnlücke. Oh, wie cool. Ich wusste das nicht. Das ist sehr cool. Sieht aus, als hätte sie sich geprügelt. So ein bisschen. Ansonsten, Dienstagabend. Wir könnten eigentlich was mit der Familie unternehmen. Ist zwar schon 20 Uhr, aber so zwei Stündchen. Ich habe doch hier eine Bowlingbahn. Da gehen wir doch mal hin. Und zwar mit Elsa, Bella, Jonas. Ja, das ist doch ganz cool. Aber ich finde die Bowlingbahn so cool. So cool. Vor allem bei Nacht. So, zum Bowlen einladen. Zu einem 5 Frames, was auch immer das ist. Viel Glück, Matteo. Oh, fast. Go, girl, go. Was ist denn mit Bande? Das ist ja langweilig. Das ist kacke. Das ist doof, wenn die zwei Äußeren stehen bleiben. Sie hat wohl keine Lust mitzuspielen. Die zwei sind eigentlich auch noch nicht so gut miteinander befreundet. Finde ich eigentlich ein bisschen schade. Oh, wow. Der hat mal Augenringe. Der ist müde. Aber sie ist auch voll müde. Bowlt jetzt mal noch irgendjemand oder wie schaut's aus? Bowlt sie jetzt alleine? Oh, das war ja mal gar nix. Das war ja gar nix. Oh je, jetzt ist sie zusammengebrochen. Ja, wir gehen jetzt nach Hause. Die sind ja alle todmüde. Aber das müssen wir mal wiederholen. Am Tag vielleicht, wenn dich da alle so müde sind. So, wir sind wieder at home und ich würde sagen, Matteo bleibt morgen einfach daheim. Dem geht's ja mal gar nicht gut. Oh, du Ärmster. Haben wir einfach gar nicht mitbekommen, dass der wirklich so krank ist. Aber dann geh du mal ins Bett. Was willst du denn, Daddy, fragen? Wer bin ich? Ich weiß nicht, was ich werden will, wenn ich groß bin, aber alle meine Freunde haben schon eine Idee. Wie finde ich heraus, was ich will? Überlege, was du gerne machst. Das ist doch eine Umarmung wert, oder? Wollen wir hier mal eine Umarmung? Umarm dein Daddy mal. Okay. Wann passiert das bei der Umarmung? Ich hab da irgendeinen Scheiß installiert. Muss ich nachher mal gucken. Na gut. Er ist eigentlich gar nicht so müde. Hunger, ja doch. Das ist noch gut. 2 Stunden. Dann isst das mal und das tun wir in den Kühlschrank. So, bist du jetzt dann im Bett? Er hat Hunger auch noch. Das ist immer eine gefährliche Kombi. Da weiß ich immer nie, was ich tun soll. So lange schlafen, bis es einigermaßen okay ist. Wie geht's denn dir, meine Süße? Dir geht's gut. Das ist super. Super ist das. Er hört mal wieder Musik. Der ist voll ausgeglichen gerade. Ach so, Hausaufgaben hat er ja keine mehr. Ah, upsi. Ja, ich würde aber auch sagen, wir haben noch voll viele Urlaubstage, oder? 2. Doch nicht mehr so viel. Aber er wird ja in 2 Tagen schon zum Erwachsenen. Drum
würde ich sagen, muss er einfach nicht mehr in die Schule. Da werden wir uns jetzt Urlaub nehmen. Dann kann er sich nämlich darauf konzentrieren, an der Uni genommen zu werden. Und er kann auch mal die Uni besuchen vielleicht, dass er da schon ein paar Leute kennenlernt. Das wäre doch ganz cool. Olaf, bist du so gut und kannst das reparieren? Das wäre super. Und dann kannst du die Pfütze aufwischen. Danke. Und dann kannst du das noch säubern. Hat sie gerade gefurzt beim Essen? Oh Mann, oh Mann. Okay, ich würde sagen, an der Stelle beenden wir den Part. Im nächsten Part werden wir mit Olaf wohl mal einen Besuch bei der Uni machen. Und mal so gucken, wie es da so auf und zu geht. Und ob er ein paar nette Leute kennenlernt. Und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und lasst auch gerne ein Abo da, würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao!